Also man sieht schon, das ist kein Spiel für Veganer, ja. Oder Fruitarier. Obwohl doch, man könnte hier auch die ganze Zeit nur Waldbeeren essen. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Waldbeeren gibt. Balukor, wir haben was gefunden. Pergament, hier! Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ah, ich glaube, man müsste das so definieren, es muss mindestens noch ein weiteres Stück geben. So, denn damit möchte ich bloß ausschließen, nicht, dass die andere Hälfte nochmal zerrissen wurde, ja? Also somit müsste es dann drei Fragmente geben. Aber ich bin jetzt wieder krümelkackrig. Ja, das sind halt diese Belegesammler. So, komm her. Oh, diese Tennissockenbügler. Komm her. So. La, 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 la. Nächste Nische. Rostiges Bastardschwert. Auf! Auf! Wir brauchen Licht! Kuschback. Trank. Pergament. Oh! Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Haben wir schon. Ah. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Ach. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Was machen wir jetzt da? So, Kampfschwert, Pfeil, Stahlzunge. Also wir sehen, hier haben wir schon so einiges an Waffen wieder gefunden, aber ich glaube, nichts kommt an unser Schwert momentan ran. Obwohl dieses Bastardschwert, ist ein Bastardschwert nicht ein, das müsste ein Einhänder gewesen sein, wenn ich mich irre. Wenn ich mich nicht irre. Siegbringer, ah ja, okay. Da wäre unser Siegbringer immer noch besser. Also bleiben wir weiterhin auf dem Zweihänder. Balukor, komm mit. Ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Doch kalt. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Hä? Hier sind orkische Runen. Orkisch. Das ist es. Okay. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Okay. So, ich bin jetzt... Das, was ich ansprechen wollte, war... Hier sind überall orkische Runen. Auf dem Pergament ist orkisch. Und jetzt sagt er auf einmal... Ach, das ist genug Material. Jetzt kann ich auf einmal orkisch? Hä? Wenn ich ein russisches Buch gucke, kann ich immer noch kein Russisch. Auch wenn ich in ein zweites russisches Buch gucke. Hä? Na, okay. Ist ja auch egal. Balukor kann es anscheinend. Der braucht sich einfach nur eine Sprache angucken, dann sollte er mal Französisch lernen. Aber auch Französisch. Oh Mann. Dem auch die Waffe aus der Hand geschlagen, ja? Also, so ist es nicht. Wär's doch weiter so gegangen. Okay, das sieht hier schon mal aus wie eine Tür, aber die ist noch zu. La, 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 la. Da ist noch ein Ork. Da bewegt sich noch die Dunkelheit sozusagen. Hua!
Ja, Balukor, du hast ja zwar gesagt, dass deine Kampfkraft bei 5 liegt, aber du hättest ja jedenfalls mal ein bisschen Feuerschutz geben können, von wegen, ich schieß mal aus dem Hintergrund mit einem Feuerpfeil oder so ein Kickifax. Damit du überhaupt mal zeigst, dass du überhaupt dabei bist. Ja, jetzt kommen hier wahrscheinlich einige an und sagen, dabei sein ist alles, aber hey, ganz ernsthaft. Man muss doch auch mal ein bisschen darlegen. Hey, Freunde. Okay. Was hat er jetzt schon wieder? Ah, total gechillt. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Mhm. Okay, jetzt waren wir da. Jetzt zeigt er hier die Tür, Mann. Das muss es sein. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Vor dieser? Genau vor dieser? Haben wir das überhaupt noch? Wo haben wir denn den? Den müssen wir doch hier irgendwo. Ich glaube, ja, das ist er. So. Ich gucke jetzt auch gleich nochmal nach einem Trank, damit wir hier mal ein bisschen uns schon mal ein bisschen voll heilen können. Sollte da noch ein Ork auf uns warten. 7. Orkischer Teleport und... Jetzt nehmen wir nochmal einen Lichtzauber gleich. Aber wie schon gesagt, da bücke ich mich jetzt nicht nach. Okay, hier geht's nicht weiter. Da steckt ein Schwert. Todbringer! Ein Todbringer haben wir jetzt. Todbringer, Einhandschwert, wahrscheinlich. Oh ja, das hat sogar 48 Schaden. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Ich glaube, wir gehen dann doch zu Korangar und sagen, wir möchten Templer werden, mach was draus. Das ist... Winde. Jetzt drehen wir mal die Winde. Erwache! Den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Da ist nichts, da waren wir gerade schon. Hier. Wo willst du hin? Willst du dahin? Aber hier ist auch nichts. Höhlenpilze. Genau. Hier, komm. Da
Da, hier, wolltest du das hier? Hier, guck mal, hier ist ein Skelett oder wie? Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Bestimmt. Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Das finde ich ja mal chillig, dass der auf einmal gleich uns angreift. Mit seinem komischen Opfer durch da. Der hat auch nichts dabei. Ich will jetzt gerne mal wissen, was passiert, wenn wir mit dem quatschen. Ob das überhaupt geht, ob das möglich ist oder nicht. Ob der dann gleich jetzt wieder auf uns einprügeln möchte. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oh ja. Jetzt reicht's. Balukor. Wenn er mit seiner blanken Faust gegen uns in den Krieg zieht, dann wird er unseren blanken Stahl spüren. Gut. So. Das war aber auch sehr informativ. Jetzt sind wir hier in der Grabkammer rumgeirrt und haben auch wieder mal nichts gefunden, außer heiße Luft. Okay, noch nicht mal diese. Ja? Wir haben hier kalte Luft gefunden. Kalte, nasse, stickige Luft wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. So, wir haben 30 Punkte über. Da könnten wir eigentlich wirklich was lernen. Springen. Hallo. Hä? Von hier kam er doch. Oder etwa nicht? Doch, müssten wir. Hallo? Ah, okay. Bin ich falsch abgebogen? Ist ja auch egal. Jetzt geht's auf alle Fälle wieder zu dem werten Freund Korangar. Können wir hier auch abkürzen? Ich weiß jetzt nicht, ob da auch noch ein bisschen Wasser ist. Bestimmt. Bestimmt haben wir da auch Glück, dass wir da nicht da rumlaufen müssen. Hua! Ach du Kacke, da ist das Wasser doch ein bisschen zu niedrig. Könnte knapp werden. Ja, das ist noch nicht ganz so reif. Ich bin nämlich jetzt einfach davon ausgegangen, dass das blaue Wasser... Okay. Da ist dann das tiefe Wasser. Und ja, jetzt für die Leute, welche sagen, wärst du doch gleich den Weg gegangen, dann wärst du schneller gewesen. Na, das möchte ich bezweifeln. Hua! So. Perfekt. Thank you.
das hier für eine Strömung?